Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines Snowfall DLC hier bei Heisenberg Zockt. Guck mal, das ist unser neuer Stadtteil sozusagen. Ja, Stadtteil ist ein bisschen übertrieben, aber ja, jenseits der Brücke sozusagen, der ist doch schon auch mächtig gewachsen. Also ich dachte, da sei noch nicht viel gewesen, aber ja, habe ich mich wohl getäuscht. Gut, ansonsten die hier unten, die warten immer noch auf Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Wir haben hier aber Wohnungen gebaut und wir haben ein Bussystem installiert. Also das sollte sich eigentlich, hoffe ich mal, ja, regulieren demnächst. Ich möchte hier zwar selber nicht wohnen, gefällt mir nicht so. Da gäbe es schönere Flecken, aber ja, irgendjemand muss da wohnen. Das sind dann eben die, die auch in den Fabriken da arbeiten. Ja, ich hoffe es zumindest, sonst werden wir es hören. Sie werden es uns sagen. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir, wisst ihr was, wir machen mal Tag. Wenn wir das schon können. Läuft hier irgendwie die Zeit? Geschwindigkeit normal? Nee, nee, das passt schon. Sonnengröße. Aha. Was kann man denn hier machen? okay. Nee, möchte ich nicht. Ist ja Winter. Im Winter ist es dann doch nicht ganz so grell, normalerweise. Wir lassen es mal, wie es ist. Die Frage war, sollen wir jetzt doch noch einen Bahnhof machen? Wir haben U-Bahn, wir haben Bus, wir haben und so weiter. Wir haben hier unten kein Wasser. Oh. Aber Heizung haben wir. Ja, wie geht das denn? Haben wir wieder zu wenig Wasser? Heizungsverbrauch, Heizungsproduktion, das ist eigentlich falsch. Wir müssten hier gucken. Tatsächlich, Wasserverbrauch, was die eins an Wasser verbrauchen, das ist ja ganz krass. Oder haben wir hier was nicht angeschlossen? Doch, haben wir. Wir haben da aber dafür ein Müllproblem hier. Aber das ist eigentlich egal, wenn die da ein Müllproblem haben. Wir brauchen die Clarifier und machen einen neuen Riegel. Hier kann ich nicht, da kann ich nicht mehr anschließen vernünftig. Ich würde mal sagen, wir ziehen diesen Riegel. Hier unten können wir nicht, da versauen wir das ganze Wasser. Hier könnten wir natürlich, je nachdem. Haben wir hier keine Straße? Nein, das ist die Schiene. Oder hier oben. Ja, ist eigentlich egal wo. Ne, egal ist es eben nicht. Die machen, was machen die? Lärmbelastung machen die. Die machen Krach. Gut, eben, aber hier unten geht's nicht. Jetzt hätte ich sie doch fast dahingestellt, ich Äumel. Wir machen mal eine Straße. Wir machen das so. Wir machen eine Straße hier raus und machen da die Clarifier hin. Aber nicht hier an den Kanal. Das ist eigentlich doof. Hier oben vielleicht? Nee, hier gefällt's mir nicht. Also hier gefällt's mir eben schon. Ich hätte hier gerne Wohnungen. Ich würde sagen, wir machen das hier unten. Wir werden hier ja auch noch Industrie hinstellen. Dann können wir die... Genau, zum Beispiel der Autobahn. Ach, da komme ich wieder nicht hin. Da müssen wir erst das Land kaufen. Das möchte ich noch nicht. Wir haben genug Land. Kaufen Sie neues Land. Ja, wo wir es doch gerade davon hatten. Nein, möchte ich noch nicht. Wir ziehen hier mal eine Straße raus. Und stellen die hier unten hin. Dann können Sie hier ein bisschen Krach machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz die brauchen. Wir werden es gleich wissen. Ob das reicht? Ach, wir schließen die Straße doch auch schon mal an. Wenn wir sie schon bauen. Nee, da rein geht's nicht. Aber hier oben wird's natürlich gehen. Wir bauen das mal hier hin und ziehen es dann der Autobahn entlang nach hier hinten. Und gehen hier mit einer Kurve rein. Gut, dann können wir das auch bebauen. Jetzt wollen wir aber hier zuerst diese Clarifier bauen. Die hier. Da oben wird schon wieder schmutzig, deswegen machen wir die hier unten hin. Ja, die passen genau nicht dazwischen. Gut, dann können wir da aber zum Beispiel Büros hinstellen, würde ich mal vorschlagen. So, 4 Stück müssen mal wieder für ein Momentchen reichen, würde ich dann doch hoffen. So, angeschlossen. Machen wir das mal so. Strom haben sie keinen, kriegen sie auch gleich. Seid ihr tatsächlich am Stromnetz? Nein. Gut. Machen wir doch noch so ein Teil hier hin. Wenn die hier sowieso Krach machen, das macht nur Krach. Jawohl. Lärmbelastung. Das geht aber bis zu den Häusern. Wobei da hinten ist ja im Moment ist ja da auch nur Gewerbe. Das wäre eigentlich egal. Wasser benötigt. Ach so, Moment. Ich wollte ja nicht dich. Ich wollte dich. Und du hast auch ein Lärmproblem. Genau. Können wir aber hier hin machen. Dann haben wir mal noch so ein Teil hier. Wir hätten natürlich jetzt auch ganz einfach hier die hier nehmen können, die Stromleitungen. Wir haben ja mehr wie genug Strom, aber dann haben wir hier auch noch so ein Windrad. Dann haben wir das eben auch mal.
Sonst ist die ganze Gegend wie ein Draht los. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Die Züge fahren, das ist gut. Wie sieht es hier aus mit den Lastwagen? Das geht eigentlich auch noch. Haben wir auch noch kein Problem. Sieht eh nett aus. Gefällt mir gut. Ist halt Industrie. Und jetzt ist hier auch ein bisschen gewichen, dass sie Arbeiter wollen. Das scheint auch geklappt zu haben. Was haben wir hier? Nicht genügend Treibstoff. Den müsste man importieren. Gebäude hat für Normalbetrieb nicht genügend Treibstoff. Sorgen Sie dafür, dass die Treibstoff-LKW das Gebäude von außerhalb der Stadt erreichen können. Können sie. Wir müssen halt vielleicht doch nochmal eine Autobahnauffahrt machen. Ist natürlich schon. Wenn die nicht von der Bahn versorgt werden, dann müssen die LKWs von hier hinten durch die Stadt durch nach hier. Eigentlich bräuchten wir hier noch eine Autobahnauffahrt. Aber das jetzt hier abreißen, dann müssen wir das alles auch wieder wegnehmen. Ich weiß nicht. Irgendwie, mir mag der Gedanke nicht so gefallen, dass wir das alles abreißen müssen. Was haben wir denn an Autobahnkreuzen? Hier, die Black Widow. Die wildesten Sachen eigentlich. Ja, ist zu groß. Da müssen wir alles abreißen. Nee, das würde ich tatsächlich lassen. Wir machen das anders. Wir müssen die Straßen dann verbreitern. Oder wir machen hier... Wir machen hier eine Verbindung, dass wir hier eine Brücke rüberziehen. Das werden wir sowieso nochmal machen müssen. Und dann haben wir hier nochmal eine Autobahnabfahrt. Und das Gebiet gehört eh schon uns. Dann hätten sie hier den näheren Weg. Da müssten sie irgendwie hier reinkommen. Oder wir müssten hier unten hinkommen. Das ist dann... Nee, das ist auch Autobahn. Okay. Wie kommen wir denn hier am besten in diese Autobahn rein? Das ist die Abfahrt, das ist die Auffahrt. Ist das eine Autobahn? Doch, das ist eine Autobahn. Das ist einfach ein Autobahnkreuz. Ganz normal. Das ist jetzt aber irgendwie noch spooky. Wie kommt man denn hier am besten rauf, wenn man ohne nochmal ein Kreuz zu bauen? Wir müssen hier ein anderes Kreuz haben. Lass mich mal nochmal gucken. Das ist ja schon ein Riesenteil. Wenn ich jetzt hier gerade mal wüsste, wie man das anschließt, beziehungsweise im Moment, da kann man so und da kann man so. Wenn wir das hier hinpflastern, dann kämen wir darüber. Wisst ihr was, wir bauen mal die Brücke. Dann haben wir das gemacht. Jetzt ist es ja doch tatsächlich schon wieder dunkel geworden. Es ist ja ein Wahnsinn. Machen wir mal früh morgens. Dann sollten wir ein Zeitchen Ruhe haben und Licht vor allem. Also, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Wir machen das mit einer möglichst breiten Straße. Der hier. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ah doch, das geht sogar. Gut, dann gehen wir hier so rüber. Oder sollen wir weiter unten rüber gehen? Ne, wir gehen ja hier mit der Autobahn. Oder wenn wir hier rüber gehen? Ne, da sind wir genau da, wo diese Stege sind. Ich konnte leider die Kommentare noch nicht lesen. Ich nehme an einem Stück auf. Wenn jetzt da schon drin stand, was das hier für schöne Sachen sind hier unten. Ich weiß es leider noch nicht. Ich kann es eben noch nicht lesen. Aber ich freue mich drauf, das rauszufinden. Gut, wir haben hier das kurvige Element. Da machen wir hier mal eine Kurve. Hier runter. Und jetzt sind wir eigentlich wieder so weit wie vorher. Nämlich, wie kommen wir hier rauf? Das ist schon irgendwie fraglich. Hier kommt man in die Richtung. Wir könnten hier eigentlich hier rein. Und in die andere Richtung müssen wir dann hier rein. Ah, das ist ja irgendwie... geht's noch ein bisschen komplizierter? Nee, wir müssen... In die Richtung müssen wir hier hin. Oder da rein. Das ist ja dann egal. Oder wir machen es hier vorne, dann können sie noch aussuchen. Das ist eigentlich... Oh, es ist irgendwie mit diesem Kreuz. Das ist ein Kreuz. Wir müssen das anders lösen. Können wir das nicht ein bisschen schlauer verbinden? Wenn wir das Ganze halt abreißen? Wisst ihr was, wir machen mal kurz Pause. So, und dann reißen wir das ab und bauen das neu. So, mal gucken, was wir da Schönes haben, was wir hinstellen können, damit wir die Straße da hinten auch irgendwie halbwegs schlau verbunden haben. So, hier Autobahn muss natürlich auch weichen. Okay, und hier noch, muss ich aufpassen, ich möchte nicht den Zug weghaben. So, hätten wir das so. Wir haben folgende Situation. Von hier kommt die Autobahn. Von hier kommt die Autobahn und von da oben kommt eine normale Straße. Also, was haben wir an Kreuzen? Kleeblattkreuzung. Du machst folgendes. Aha.
Okay, das wäre eigentlich für, wenn die Autobahn weitergeht. Wir haben genau, eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, haben wir diesen Fall. Kann das sein? Ne, das haben wir genau abgerissen. Das bringt uns nicht weiter. Ist das alles, was wir haben? Hier haben wir noch was. Was machst du Schönes? Auch interessant. Ist einfach irgendwie ein Drehdingens. Das dreht und dreht und geht dann sogar unterirdisch. Ist mir fast ein bisschen zu komplex. Und was ist das hier? Aha, das sind die. Okay, das sind die, die ich eigentlich gesucht habe. Jetzt bräuchten wir was. Was eben Autobahn verbindet und. Nee, das ist es aber auch nicht. Das könnte man zwar draus machen. Wenn ich hier nochmal gucke, kommt man da auf die andere Autobahn? Irgendwie auch nicht. Nee. Nee, 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 nee. Und bei dir? Das wäre dann so. Das ist eigentlich. Doch, da hätte man eine Auffahrt. Sehe ich das richtig? Da wäre eigentlich eine Autobahnauffahrt. Wir versuchen es mal mit dem Teil. Dafür müssen wir hier aber nochmal kurz mit dem Bagger kommen. Weil wir den Platz nicht haben. War das das? Ich glaube, das war das. War es das? Ich weiß es nicht. Oder war es das? Sind eh fast die gleichen. Nee, ich glaube, das hier hatten wir. Nee, doch nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches das war. Das hier mit der Auffahrt. Wir nehmen mal das. Wir bauen es mal und dann gucken wir, ob das so Sinn macht oder nicht. Gleich mal mit Dingens. Mit Schallschutz in die Richtung. Haben wir eine kleine Kurve. Damit werden sie leben. Leben müssen. So, von hier nach hier. Und noch von hier nach hier oben. Dann hätten wir das soweit angeschlossen. Das würde passen. Und jetzt hier. Das ist halt keine Autobahn. Das ist das Problem. Und das hier hinten ist ja eine Autobahn. Dann wäre die Autobahn im Prinzip dann fertig. Wahrscheinlich mache ich das viel zu kompliziert. Hier oben wird es jetzt stimmen. Das ist genau, was wir wollten. Wir wollten aber eigentlich eine Auffahrt auf die Autobahn. Also ein Kreuz. Das ist eine, ja, das ist eine Auffahrt aus zwei Richtungen. Wir wollen aber eigentlich ein Autobahnkreuz mit hinten der Auffahrt. Das gibt's vielleicht gar nicht. Da fehlt uns von hinten der Zugang. Hier eigentlich, wenn man das genau anguckt. Ich guck mal nochmal. Ja, das ist eigentlich auch nicht, was wir wollen. Nein. Nein. Oder, nee, das ist, was wir hatten. Es ist, irgendwie so ganz ist es nicht, was wir wollten. Und andere Kreuze haben wir nicht. Dann müssen wir hier eine Autobahn Bremse machen, sozusagen. Das können wir ja. Das ist eigentlich egal. Wir machen hier mal, dass das zu einer normalen Straße wird. Geht das, wenn wir es so machen? Das geht, okay. Und wenn wir das hier so parallel nehmen, dann wird das schwierig. Wenn wir hier reingehen, dann geht das gar nicht. Da müssen wir gucken, wie wir das. So wäre es ein bisschen kriminell, wenn wir da einfach. Oh, nee, das geht nicht. Wie kriegen wir euch denn jetzt hier von der Autobahn runter? So geht's, okay. Oh, so mit einem Bogen? Das wäre doch noch tricky. Machen wir mal. Gut, dann können sie hier. Im Prinzip kommen sie hier von der Autobahn runter. Ja, ist ein bisschen eigenwillig, das gebe ich zu. Wir lassen mal laufen. Die müssen hier halt abbremsen, wobei sie können da auch immer noch schnell fahren, können hier außen rum und hier geht es dann wieder auf die Autobahn rauf. Das könnte zu gewissen staugen Momenten führen, würde ich mal behaupten, aber okay. Wir müssen hier noch anschließen. Nach hier oben. So, und dann hätten wir den Bereich jetzt so, wie wir wollen. Dann können die Lastwagen hier rüber. Mal gucken, ob sie das nutzen. Ich nehme es mal schwer an, dass das genutzt wird. Wir haben hier eh schon ordentlich Verkehr, der abfließt. Die wollen aber hier aus der Map raus. Okay, das geht uns in dem Sinn nichts an. Und hier unten können wir dann höchstens noch was machen in Sachen. Ja, wir haben hier Ampeln. Sollen wir hier Vorfahrt machen? Bringt halt auch nicht viel. Dann blockieren wir einfach die einen. Wir können nicht denen die Vorfahrt gewähren. Das würde ich nicht machen. Von wo kommen die denn? Die kommen von der Autobahn runter und wollen auf die Autobahn. Oh.
Oh, oh, oh. Okay. Das hat man dann davon, wenn man das hier so macht. Wir hätten das Kreuz wahrscheinlich stehen lassen sollen und hinten eine Auffahrt machen, eine normale. Guck mal, was das hier für einen Stau gibt. Das kann's irgendwie nicht sein. Oh, 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 oh. Mhm. Die brauchen eine direkte Verbindung hier rauf. Es ist eigentlich eine direkte Verbindung. Es ist halt keine schnelle. Wobei, das ist ja sonst auch keine schnelle. Wenn wir nochmal das Kreuz nehmen. Hier war das Kreuz. Das hier war's. Und das mal drehen. Da musste man ja im Prinzip auch von der Autobahn runter. Also wir haben da auch eine Auffahrt. Genau wie hier. Aber wir müssen hier schon rein. Wir können hier, oder wir könnten hier doch noch einen Durchgang machen. Direkt vielleicht. Bringt das was? Mal gucken, mal testen. Wenn wir hier so reingehen, bringt das was? Außer, dass das vielleicht komisch aussieht. Wir machen es mal. So, was passiert jetzt? Dann müssen die, welche hier eigentlich nur die Autobahn wechseln wollen, nicht noch mit denen im Stau stehen, die hier eigentlich in die Stadt rein wollen. Ist bestimmt recht was Eigenes. Und ihr wisst, ich mag eigene Sachen. Aber ich glaube, das läuft schon... Ja, so richtig flüssiger läuft es nicht. Ein bisschen. Aber das liegt halt eben auch am Ding da. Moment, das werden wir schnell ändern. Wir machen hier Vorfahrtschilder. Ihr habt Vorfahrt und ihr nicht. Dann können sie nämlich fahren. Halt. Okay. Das sieht eigentlich schon besser aus. Wenn die fahren können, dann sollte sich der Stau hier nicht allzu sehr ansammeln. Und sonst werden wir es sehen. Dann müssen wir hier nochmal reagieren. Es ist, wie gesagt, es ist was Spezielles. Aber ich finde es cool. Ist mal was anderes. Gut. Das hätten wir. In der Zwischenzeit hat sich hier was getan. Guck mal, wir brauchen wieder Industrie, Gewerbe. Ja, ein paar Wohnungen auch. Aber da würde ich jetzt zuerst mal die Industrie noch machen. Zum Beispiel hier unten. Beziehungsweise hier hinten. Guck mal, was haben wir hier an Gelände? Dieses Gelbe, was war das nochmal? Das ist falsch. Ich bräuchte das hier. Naturrohstoffe. Fruchtbares Land. Aha, hier könnten wir Bauernhöfe hinstellen. Und das werden wir jetzt auch machen. Das machen wir, indem wir hier mal... Ja, normale generische Industrie installieren. Wir machen dann natürlich noch Querstraßen und Co. Jetzt machen wir aber zuerst mal das hier. Dann gibt das hier die Landwirtschaft. So, dann brauchen wir, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das auch schon länger nicht mehr gemacht, die Stadtviertel. Wir müssen hier ein Stadtviertel machen. Überall, wo es gelb ist, machen wir das mal. Und überall, wo wir können. Das wäre einfach hier, würde ich sagen. Das gibt hier unser Agrarviertel. Hier auch noch ein bisschen, bis zur Autobahn hin. Dann können wir das benennen. Wie hieß das andere in der ersten Staffel? Irgendwie zur fröhlichen Kuh? Irgendwie sowas. Bedford Höhen. Nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Wie könnte man das denn nennen? Mir fällt gerade nichts ein. Das kenne ich von mir gar nicht, dass mir nichts einfällt. was gibt es denn noch für Landwirte? Sie haben da unten kein Wasser und kein Strom. Okay. Ich weiß trotzdem nicht, wie wir den benennen sollen. Ist ja egal, wir benennen den mal im Moment noch nicht. Was wir aber natürlich machen, ist hier die Spezialfähigkeit, hätte ich fast schon gesagt. Waren das die hier? Ich denke mal, ja. So, zack. Okay, das hätten wir. Jetzt machen wir hier doch noch was. Zum frohen Traktoren. Reimt sich fast. Halt, man müsste noch richtig schreiben. Traktoren. So, einmal um eine Tastatur rum. Hat geklappt. Die Spezialisierung haben wir. Das ist bestens. Was wir jetzt noch nicht haben, ist Wärme, Wasser und Strom. Deswegen werden wir hier mal für Wärme sorgen. Wir schnappen uns hier das Rohr. Gehen hier rüber. So, gleich mal hier runter, dann haben wir das. Ändert nichts daran, dass sie keinen Strom haben. Das werden wir jetzt ändern. Das könnten wir natürlich wieder mit so einem Dingens hier machen, mit einer Stromleitung. Ich würde aber hier jetzt tatsächlich mal noch so ein Teil ins Wasser stellen. Hier unten. Okay, dann haben wir so eins nämlich auch.
Und das müsste eigentlich reichen, um bis dahin Strom zu generieren. Zumindest sieht so aus. Ja. Nee, reicht allen Ernstes nicht. Gut, da müssen wir hier doch noch eine Verbindung schaffen. Gut, habe ich nochmal geguckt. Jetzt müsste es reichen. Jawohl, jetzt reicht's. Gut, jetzt reicht's. Gewerbe. Ja, hier unten zum Beispiel nochmal. Dicht besiedelt. Ist das, das ist hier auch dicht besiedelt, aber so richtig dicht besiedelt sieht das gar nicht aus da. Komischerweise, das sind keine Wolkenkratzer. So, ich hoffe mal, das Gewerbe stört sich nicht an diesen Clarifiern, die ein bisschen Krach machen. So, hier noch. Das muss reichen. Nochmal hier die Kontrolle. Reicht fast schon. Gehen wir hier noch rüber und hier nochmal runter. Dann haben wir das auch. Strom nochmal. Ja, das passt gut. Und sie bauen eh schon relativ fleißig. Das passt dann auch. Und hier hinten unsere Auffahrt. Ja. Ja, da staut sich hier bei der Abfahrt dann eher ein bisschen. Aber das könnte ja... Was kann man machen? Ah, ein Kreisel könnte man natürlich... Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir hier einen Kreisel machen. Hier, dann kämen sie wesentlich besser weg. Das würde ich dann glatt mal noch angehen. Das werden wir machen. Wir nehmen den Teil hier weg. Und dann gibt das hier einen Kreisel. Und dann können die von hier auch relativ locker fahren. Jetzt für den Anfang würde ich hier aber glatt mal noch kurz Vorfahrtschilder machen. Ihr habt Vorfahrt. Die haben keine. Und die haben auch keine. Keiner hat Vorfahrt. Ja gut, wenn die Vorfahrt haben, dann verstopfen sie nachher diesen Bereich. Das ist ja auch cool. Da müssen wir hier gleich auch nochmal. Vorfahrt, Vorfahrt, keine Vorfahrt. Wahrscheinlich habe ich jetzt alles nur verschlimmert, weil sie jetzt vom einen Stau in den nächsten reinfahren und hier staut sich auch. Ja, wir kommen hier bei diesem Verkehrsaufkommen, was wir hier haben, nicht um einen Kreisel rum. Den werden wir demnächst in Angriff nehmen. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir erstmal Feierabend. Es wird dunkel. Wir gönnen uns ein schönes warmes Getränk, genießen den schönen Winter. Ja, ich hoffe, das könnt ihr auch alles machen. Ich werde das jetzt machen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht bald mal schneit hier. Denn das Vorbild hier, das gefällt mir. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.